Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre heute den schwedischen leichten Panzer STAV M40L auf der Karte Minen. Und der leichte Panzer ist schnell genug, dass ich hier an der Außenseite der Map nach Norden vorstoßen kann, um meine Position bei etwa C8 einzunehmen, um den Weg des Gegners hier rum Richtung unserer Basis abzuschneiden und zu bekämpfen. Massiert tritt der Gegner aber zurzeit im Zentrum der Map auf. Und der BT-5 kommt hier schon sehr weit, hat hier einen Toldi-3 aufgedeckt. Komme ich aber nicht ran, ohne mich zu weit aus der Deckung zu wagen. Anvisiert habe ich ihn zwar, aber ich muss noch ein bisschen warten. Jetzt rausfahren. Jetzt kommt er mir näher. Und los geht's. Und da muss der arme Toldi-3 ganz schön leiden. Hat er zurückgeschossen? Oh, ein MKA steht da rechts. Ich bleib da weiter dran. Und den Toldi-3 zerstört. Hab dafür aber fast die Hälfte meiner Strukturpunkte eingebüßt. Und da drüben ist ein BT-5. Auch auf die Entfernung ist die Kanone akkurat. Und ich habe ihn sogar im Fahren erwischt. Und da ist der MKA, der mir gerade so viele Schwierigkeiten gemacht hat. Ja, ich muss ihn manuell anvisieren. Direkter Treffer von vorne. Und gleich nochmal. Und da war er zerstört. Aber die Gun des STAV M40L ist ziemlich akkurat. Da ist ein M3 Stuart, da ist ein M2 Light. Der BT-5 capt die gegnerische Basis. Da oben ist ein BT-2, komme ich nicht dran. Steht hinterm Felsen. Aber der M3 Stuart, der muss noch irgendwo hier sein. Da ist er. Anvisiert. Oh, da war er weg, bevor ich ihn treffen konnte. Ach, für einen anderen M2 war das, ein M2 getroffen. Oh, manuell anwählen. Jetzt treffe ich den Chiha. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein Treffer. Und ich glaube, jetzt hat es keinen Sinn mehr, weiter zu feuern. Da drüben ist ein Panzer 2, gerade hinterm Felsen. Kommt jetzt aber rausgefahren. Treffer in den Panzer 2. Die Kanone ist sehr, sehr gut. Und da hat den Kill ein anderer sich geholt. Und die Basiseroberung wurde da zurückgesetzt. Hinter mir fährt der Panzer 3E. Wir sind auch die letzten beiden hier im Gefecht. Oder kommt ein BT-2, den BT-2 zerstört. Ich glaube, mit Hilfe des Panzer 3E, der da noch mit mir fährt. Und da ist ein weiterer Panzer 3E. Jetzt kam ich durch, er durch mich nicht. Oh, da wurde ich getroffen. Aber ich bleib dran. Und da hätte ich ihn fast zerstört, bis auf 5 Punkte runtergeschossen. Und dann hat er mein Munitionslager gesprengt. Eine BN-8 von 4809 mit dem STAV M40L. Damage von 992 und 2 Kills. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder.